es reicht natürlich nicht, nur den Klimanotstand auszurufen. Man braucht auch Maßnahmen. Und es hat sich hier, das haben, wissen Sie wahrscheinlich alle schon, der Klimaentscheid zusammengetan. Da werden jetzt auch Maßnahmen gefordert. Wir sind hier, um zu sagen, tut bitte mehr für Klimaschutz. Sie haben völlig recht. Wer, wenn nicht in der Wissenschaftsstadt Darmstadt mit einer Koalition aus Grünen und CDU, aber auch mit viel Unterstützung von Sozialdemokraten, Linken, aufpasse, ist oder kann in der Lage sein, als Kommune einen wichtigen, einen wirklich messbaren und deutlichen Beitrag dazu zu leisten, wie der Klimawandel, was ja eine beschönigende Aussage ist, es geht ja um die Überhitzung unserer Erdatmosphäre, um die Zerstörung der Erdatmosphäre. Wer sollte das ansonsten machen? Wir haben, das will ich schon mit großer Überzeugung sagen, schon in den vergangenen Jahren viele Maßnahmen ergriffen, um dagegen etwas zu machen. Also wir haben Forderungen formuliert und die Forderung an den Stadt herangetragen, den Klimanotstand auszurufen, weil wir meinen, einerseits ist es eine sehr wichtige Signalwirkung an die Politik, die Landespolitik, andere Städte, aber auch Bund, sogar international den Klimanotstand auszurufen. Und aber auch natürlich, weil wir meinen, die Stadt Darmstadt tut zwar schon sehr viel, aber noch viel zu wenig, wie alle anderen auch. Wir fordern also noch viel mehr Stringenz in den Forderungen, in den Klimamaßnahmen. Wir haben schon einiges erreicht. Wir waren in vielen Gesprächen mit der CDU und den Grünen, die ja selbst einen Antrag verfasst haben. Und die haben schon einige Punkte von uns aufgenommen. Es reicht uns allerdings noch nicht. Ein, zwei Punkte sind noch nicht stringent genug. Und wir erhoffen uns, dass da einige Parteien auch dranbleiben und das in aller Stringenz fordern weiterhin.